Ja, hallo zusammen. Dieses Mal geht es hier hinein und ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Wir sind ja auf der Suche nach Mr. B. Haben jetzt gerade draußen eine ganze Menge Leute ausgeschaltet. Und wir wollen ja ein Attentat vereiteln, das mit LKWs ausgeführt werden soll. Rechnung von einer Autowerkstatt. Pale Horse Rides. Ein teures Tuning. Na dann. Was könnte ich hier finden? Das ist eine verdammt gute Frage, Spidey. Das kann ich dir noch nicht sagen. Aber vielleicht sagst du es mir gleich, wenn du dir das angeschaut hast. Sie haben überall in der Stadt Basen. Und wieder, wie soll ich sagen, Dämonenlager. Ja, nicht nur Fisk, sondern auch Dämonenlager. War schon klar. Das ist größer, als ich dachte. Die Dämonen haben eine ganze Armee. Aha. Hast du echt gedacht, dass es kleiner sein würde? Also das kannst du nicht wirklich gedacht haben. Aber gut, unser Ziel führt raus. Dann tun wir das mal. Oh je. Wer bist du denn? Wer du bist, habe ich gefragt. Erstmal gehst du mir auf den Sack. Als ob eine glühende Peitsche nicht genug wäre. Nein, wir müssen zwei davon haben. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Autsch. Aua. Ja. Hallo, hier bin ich, Arschloch. Na, komm ran hier. Dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das auf jeden Fall nicht. Nee, nicht so richtig. Was denn? Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es hey, MJ, nicht. Ich glaube, ich habe den Angriff der Dämonen auf Osborns Wahlkampfbüros vereitelt. Nein. Aber ich habe einen Hinweis auf einen Ort. Pale Horse Rides. Komm ran hier. Ich überprüfe es und melde mich. Lass das. Autsch. Ah, mein Held geholt. Besser ist das. Oh Mann, ey. Arschloch. Hau ab. Oh, nix zum Aufladen. Aber so rein gar nichts. Weg da. Nein, ich wusste, dass ich draufgehen würde. Ich wusste es. Es war so klar. Warum lasse ich mir doch einfach so einen verpassen? Das war wieder selten dämlich. Genauso dämlich, wie es übrigens das ist, dass ich einen Discord gerade auf habe. Na, dann wollen wir mal. Was? Hey, MJ. Ich glaube, ich habe den Angriff der Dämonen auf Osborns Wahlkampfbüros vereitelt. Sehr schön. Hast du die gefunden? Nein. Aber ich habe einen Hinweis auf einen Ort. Pale Horse Rides. Ja, komm ran hier. Dann wollen wir mal. Alter, Arschloch. Arschloch. Oh, weich doch aus. Scheiße. Das hast du aber schick gemacht, Arschloch. Scheiße.
Scheiße. Na, Penner. Hallöchen. Lass das. Oh Mann, das wären auch irgendwie nicht, gefühlt nicht weniger. Ah, komm ran hier. Du kriegst aufs Maul. Kannst den Scheiß mal lassen? Sind wir durch? Alter. Verstanden, Silverbird. Wir landen jetzt am Standort. Was? Da ist noch einer. Waffe entsichert. Mal was Neues. Nein. Wer seid ihr? Okay. Ach, dieser Sicherheitsdienst. Ich erledige dieses Arsch. Hey! So geht das aber nicht in der Stadt! Code SM1. Oh. Wow, wow! Bevor wir anfangen, wer seid ihr Typen? Code SM1. Code SM1. Warte auf Befehl. Code SM1. Habe Sichtkontakt. Warte auf Silverbird. Was passiert hier? Also freundlich gesinnt sind wir uns nicht. Wer bist du denn, Lady? Wer bist du? Okay, die mag uns auf jeden Fall nicht. Guter Auftritt. Solide 8 von 10. Ah, was soll das jetzt? Schlampe. 9 von 10. Loslassen. Er gehört zu uns. Finde ich ja auch, Mischstück. Yuri, eine Erklärung, bitte? Das ist Silva Sablinova, Chefin von Sable International, einer privaten Schutztruppe. Bezahlt von Bürgermeister Osborn. Na, das macht's jetzt nicht besser. Oh, der Bürgermeister hat eine Privatarmee? Kommst du mir nochmal in die Quere? Bin ich nicht. Hast du leicht russischen Akzent, liebe Lady? Wir reden später. Ich weiß nicht. Ich mag die nicht. Erwähnte ich das schon? Ich mag die nicht. Ja, was soll man dazu sagen, hä? Aber es ging alles so schnell. Schon gut. Wir sind weiter beste Freunde. Wir sind nicht beste Freunde. Das war jetzt eine kalte Dusche. Ja, irgendwie schon. Das Vertrauen des Bürgermeisters und uneingeschränkte Autorität. Wir haben die Adresse überprüft und jede Menge Beweise für einen Bombenanschlag gefunden, aber nichts weist auf Martin Lee hin. Ja. Ich arbeite dran. Okay. Hey, MJ. Hey, ich habe Unterlagen über Martin Lees andere Geschäfte ausgegraben. Er nutzt überall in der Stadt Gebäude. Ha, die Standorte sind auch auf der Karte, die ich aus der Reederei habe. Ich überprüfe das. Mhm. Sag Bescheid, was du findest. Ich werde versuchen, daraus schlau zu werden. Alles klar. Aha. Ich bin auf dem Weg zu Lees Büro im Feast, um herauszufinden, warum er das alles macht und was er als nächstes plant. Okay. Sag May schöne Grüße. Hi. Ja, werden wir tun. Sie ist doch nicht in Gefahr, oder? Nein. Hoffentlich nicht. Lee hat nur ein einziges Ziel. Norman Osborn. Okay, dann lass uns mal gucken. Was haben wir denn? Wir haben hier jede Menge Zeus in der Gegend. Verloren gegangene Taube, yeah. Sanctum Sanctorium. Ja, jede Menge Nebenquests. Halt, ihr seht's ja auf der Map. Das ist eine ganze Menge Holz, was man da machen kann. Sogar eine ganze Menge. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ach, wir machen jetzt noch die Hauptquest in dieser Folge und dann mache ich hier eine Aufnahmepause, weil heute Abend wird noch gestreamt. Und ja, dann schauen wir mal. Also ich glaube, ich werde mal morgen Abend, wie ich schon vorhin angekündigt habe, einfach ein paar Nebenquests erledigen. Schnauze. Alter, hier ist aber richtig was los in der Stadt, was? Eindeutig. Ein verpasster Anruf von Doc. Peter, ich wollte fragen, ob Sie noch verfügbar sind. Ich kann Sie noch nicht bezahlen, aber ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen, die uns weiterhelfen. Ich weiß, wenn wir weitermachen, wird die neue Version des Projekts Investitionen anziehen. Große Investitionen. Aha. Seien Sie bereit. Ich drücke die Daumen, Doc. Aber zurzeit sind wir leider Gottes etwas beschäftigt. So ein kleines bisschen zumindest. Brauche Update für die Bowery. Transportwagen Maske.
Irgendwie bin ich jetzt gerade voll vorbei hier, oder wie darf ich das sehen? Ich muss mich mal eben kurz umschauen. Ah ja, in die Richtung geht's. Wie gesagt, morgen werde ich einfach mal so einen Nebenquestabend machen. Vielleicht streame ich das auch. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Wäre auch eine Maßnahme. Dass ich da einfach mal so ein bisschen den Stream anwerfe. Mal gucken. So, da war, wo wir hin mussten. Na komm. Da. So. Aber hier waren wir richtig, oder? Dachte ich mir zumindest. Peter! Also wenn du das hier jetzt leitest, während Mr. Lee weg ist, wer macht dann deinen Job? Ha, ich. Aber etwas Hilfe könnte ich brauchen. Weißt du jemanden? Zufälligerweise ja. Sein Name ist Miles Morales. Kommt mir bekannt vor. Sein Vater hatte die Ehrung im Rathaus. Oh. Ich traf ihn bei der Beerdigung. Er ist ein guter Junge. Er macht nur gerade viel durch. Ich kannte auch mal so einen Jungen. Ja, ich erinnere mich, dem half Ablenkung. Ihm vielleicht auch. Hier, die Nummer seiner Mom. Danke. Ich rufe sie an. Du hast nichts von Mr. Lee gehört, oder? Nein. Warum? Ach, nur so. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch irgendwas, womit ich dir helfen kann. Oh, das musst du nicht. Ich möchte ich aber. Weiß. Ich möchte aber. Nein, ich habe das nicht synchronisiert. Ich sollte mir Lees Büro ansehen. Ja, sollte ich wohl. Was ich jetzt hiermit auch tue. Ich weiß aber nicht wirklich, ob ich nicht möglich... Was war das eigentlich da gerade eben? Man weiß es nicht. Wir gehen mal hoch. Oh, la 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 la. Schön, dass es dir gut geht. Ja, ich halte durch. May hat erzählt, du warst beim Bombenanschlag. Ich habe für dich gebetet. Danke. Danke dir. Nett von dir. Sein Büro ist abgeschlossen. Wie komme ich da rein? Unauffällig. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Gute Frage. Finde einen Weg ins... das zeigt mir natürlich auch nicht an, logischerweise. Vielleicht gibt es einen Lüftungsschacht. Ja, habe ich mir wohl gedacht. Aber unauffällig weiß ich nicht. Sehr unauffällig war das jetzt aber nicht, Freund, ne? Also. Ich war noch nie in dem Zimmer. Wow, was zum... Hochspannungsleitungen. Was braucht so viel Strom? Halte zum Zielen. Ich kann den Anschlusskasten überlasten. Da. Ich verstehe, aber die Kontonummer ist in Mr. Lees Büro. Da komme ich nicht dran. Ich rufe sie zurück, sobald ich die Informationen habe. Okay. Nein, ich weiß nicht, wann das sein wird. Schauen wir uns mal ein wenig um. Wir werden sowieso erwischt. Das ist mal so sicher wie das Raum, den ich von der Lüftungsanlage aus gesehen habe. Er müsste auf der anderen Seite des Schreins sein. Inspizieren. Lies Tagebuch. Nehmen. Ein Schlüssel. Aber wo ist das Schloss? Wilson Fisk wurde verhaftet. Ich kann es kaum glauben. Der Tag, von dem ich geträumt habe, ist endlich da. Doch aus irgendeinem Grund zögere ich. Kann ich das wirklich Lee durchziehen? Hin und her gerissen. Es wird alles so schnell das nicht gehen, der richtige Weg für ihn wäre. Wenn ich ein Wort sage. Meine Männer holen sich Fisks Waffen, seinen Sprengstoff, seine Geheimnisse. Mit dieser Stärke werden wir Norman zeigen, was echte Schmerzen sind. Er wird wissen, wie es ist, wenn er das, was er liebt, mit seinen eigenen Händen zerstört. Doch um das zu erreichen, müssen wir so viel aufgeben. Alles, was ich bei Fies gelernt, aufgebaut habe, all das Gute, das ich getan habe, wird ausgelöscht, weil mein Plan funktioniert. Meine Chance ist endlich da und ich zögere es. Doch zögere ich noch. Soll ich umkehren? Ein Teil von mir möchte das. Doch, der Dämon ist hungrig und ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, um ihn aufzuhalten. Okay, wo ist das Schloss?
Aber da. Ansehen. Liebe May, schon bald wirst du. Scheint für May zu sein. Ja. Liebe May, schon bald wirst du Geschichten über mich hören. Diese Geschichten werden der Wahrheit entsprechen. Doch was wir hier aufgebaut haben, die Geschichte von Fies, das ist ebenfalls wahr. Ich möchte, dass du das weißt, dass ich immer an unsere Mission geglaubt habe. Ich war kein Lügner oder Hochstapler. Es kam aus tiefstem Herzen. Hilft man einem, hilft man in Wahrheit allen. Bitte lass dich durch meine Fehler nicht an deinem Glauben erschüttern. Du bist stark, May. Stark genug, um eine neue Fies-Geschichte zu schreiben. Eine, die frei ist von meinen Fehlern. Vielen Dank für alles, was du getan hast, Martin. Also irgendwie. Im Foto fehlt das Bild am Schrein. Okay. Okay. Alles klar. Dafür ist der Schlüssel. Eine Art Rätselschloss. Ach du Schande, ihr wisst, wie ich sowas liebe. Auf den Tod nicht. Geht mal gar nicht. Was soll ich jetzt da? Oder kann ich hier nichts machen? Nicht so wirklich. Ah, doch, hier kann ich irgendwas machen. Was soll das? Aha. Gerade keine Ahnung, was das soll, Leute. Ich habe gerade keine Ahnung. Was soll das Ganze? Eine Idee. Wartet mal. Wir gucken hier nochmal drauf, ob ich hier irgendwas sehen kann. Ne, das war der Brief. Ach so. Warte. Oben der schwarze, unten der weiße und dann ergibt das... Aha. Na, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Aha. Rechter Button soll ansehen sein. Was nicht wirklich funktioniert. Okay. Was soll das? Kann man das meiner verraten? Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Kann aber nur den einen bewegen, offensichtlich.
Ah. Das scheint richtig. Irgendwas. Warte mal. Ich glaub, Eisner muss ich doch hochbringen, oder sehe ich das falsch? Ich will noch mal eben gucken. Ich und solche Rätsel, ne? Das ist immer wieder Burner. Okay, der muss dahin, der muss dahin, aber eigentlich bin ich schon nah dran, oder sehe ich das falsch? Den hier jetzt. Ah ne, da. Nee, das ist nicht richtig. Ich solche Rätsel ja hasse, ne? Dreht das ganze Ding, ja. Ah, Moment, ich muss noch mal mir das Foto angucken. Das sieht ja schon mal ganz cool aus, aber irgendwie. Gerade keine Ahnung. Ich habe gerade keine Ahnung. Ja. Ah ja. Na, siehst du wohl. Ich dachte schon, das wird nie was. Wow. Wow? Oh ja. Was verstecken Sie, Lee? Verdammt gute Frage. Lee überträgt den anderen seine Kräfte. Wie tränkt Lee sie mit seiner Macht? Bioelektrische Induktion? Verdichteter Phasensprung? Man weiß es nicht, ne? Da können wir nichts weiter untersuchen. Das ist, glaube ich, das Einzige. Aber da können wir auch nicht großartig irgendwas machen und herausfinden. Nicht wirklich, okay. Er überträgt ihnen ihre Kräfte. Na, seine Kräfte. Na dann. Gruselig. Irgendwie schon. Hm?
ziemlich gruselig, wenn man das mal so sagen möchte. Aber gut, hier gibt es nicht mehr zu sehen. Das hier allerdings könnte interessant werden. Ich spüre, wie meine Kraft wächst. Sie nährt sich von meiner Wut. Vater würde sagen, ich hätte mein Gleichgewicht verloren. Mhm. Aber er hat es nie begriffen. Man kann ein Monster nur bekämpfen, indem man selbst eins wird. Mhm. Na dann, da wird nicht mehr viel zu sehen sein. Nicht so richtig, nein. Haben wir hier denn noch? Das ist nix, aber das da müsste was sein. Das ist der Ordner, den MJ im Auktionshaus gefunden hat. Vielleicht liefert uns das einen Hinweis auf seine Pläne. Den nehmen wir dann mal. Da viel mehr ist hier aber auch nicht zu wollen. Nope. Oh oh. Ein Brennraum, verkabelt, um Beweise zu vernichten. Können wir da jetzt raus? Irgendwie, irgendwo hier entlang wahrscheinlich. Ne? Achso, alles klar. Noch einer. Noch einer? Ach, da drüben. Wenn die Polizei das gefunden hätte, oder May, ich will mir gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre. Du sagst es. Also, wie komme ich hier raus? Gute Frage. Aber ganz ehrlich, Leute, die klären wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Spider-Man. Tschüss.